unreflektiert der Masse hinterherlaufen, sich einfach der Mehrheit anschließen, ist das der richtige Weg? Darüber wollen wir heute nachdenken. Mit euch. Seid ihr dabei? Du sollst dich nicht der Mehrheit anschließen, wenn sie im Unrecht ist. Mit den Worten aus Exodus 23, Vers 2 begrüßen wir Sie und euch recht herzlich zu unserem Friedensgebet für den Monat Juli. Schön, dass ihr dabei seid, denn noch immer herrscht vielerorts auf der Welt Krieg und Terror, Hass und Gewalt, Ungerechtigkeit und Not. Darum wollen und werden wir weiter für Frieden in der Welt beten und uns für Frieden stark machen, mit Wort und Tat. Und das tun wir im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Eine kleine Geschichte, wie ein Kind die Welt ordnet.
Ein kleiner Junge kam zu seinem Vater und wollte mit ihm spielen. Der aber hatte keine Zeit für den Jungen und auch keine Lust zum Spielen. Also überlegte er, womit er den Knaben beschäftigen könnte. Er fand in einer Zeitschrift eine komplizierte und detailreiche Abbildung der Erde. Dieses Bild riss er aus und zerschnipselte es in viele kleine Teile. Das gab er dem Jungen und dachte, dass der nun mit diesem schwierigen Puzzle wohl eine ganze Zeit beschäftigt sei. Der Junge zog sich in eine Ecke zurück und begann mit dem Puzzle. Nach wenigen Minuten kam er zum Vater und zeigte ihm das fertig zusammengesetzte Bild. Der Vater konnte es kaum glauben und fragte seinen Sohn, wie er das geschafft habe. Das Kind sagte: Ach, auf der Rückseite war ein Mensch abgebildet. Den habe ich richtig zusammengesetzt. Und als der Mensch in Ordnung war, war es auch die Welt. Wir beten. Lehre uns, Minderheit zu werden, Gott, in einem Land, das zu reich ist, zu fremdenfeindlich und zu militärfreundlich. Pass uns an deiner Gerechtigkeit an, nicht an die Mehrheit. Bewahre uns vor der Harmoniesucht und den Verbeugungen vor den großen Zahlen. Sieh doch, wie hungrig wir sind nach deiner Klärung. Gib uns Lehrerinnen und Lehrer, nicht nur wortgewandte Populisten. Sieh doch, wie durstig wir sind nach deiner Orientierung, wie sehr wir wissen wollen, was zählt. Verschwistere uns mit denen, die keine Lobby haben, die ohne Arbeit sind und ohne Hoffnung, die zu alt sind, um noch verwertet zu werden oder zu ungeschickt und zu nutzlos. Weisheit Gottes, zeigt uns das Glück derer, die Lust haben an deinem Gesetz und über deiner Weisung murmeln Tag und Nacht. Sie sind wie ein Baum gepflanzt am frischen Wasser, der Frucht bringt zu seiner Zeit. Amen. Thank you.
Gedanken zum Monatsspruch Juli 2024. Folge nicht der Mehrheit, wenn diese im Unrecht ist. Der Bibelvers aus dem zweiten Buch Mose erinnert mich an die dunkelste Zeit in der Geschichte Deutschlands. Meine Großmutter erzählte mir im Rückblick, dass sie mit Blick auf das Nazi-Regime von vornherein ein ungutes Gefühl hatte. Mein Großvater, der evangelischer Pfarrer in einem schwäbischen Dorf war, äußerte seine Bedenken zum Regime öffentlich, was ihm große Probleme einbrachte. Er wurde frühzeitig eingezogen und an die Front nach Russland geschickt, was ihn schließlich das Leben kostete. Biblische Weisheiten sind aktueller denn je. Wie das sogenannte Dritte Reich endete, wissen wir alle. Die Erinnerung an meine Großeltern macht deutlich, wie wahr dieser Bibelvers ist und was geschehen kann, wenn Menschen der Mehrheit im Unrecht folgen. Wie schwierig jedoch die Umsetzung dieses Gebotes sein kann, erleben wir aktuell in vielen Gegenden der Welt. Wie hört und lebt man diesen Vers in einer Diktatur? Im Ernstfall gegen die Mehrheit. Gewiss gibt dieser Vers uns nicht das Recht, Menschen zu verurteilen, die im falschen Moment der Mehrheit folgen. Dies steht uns schon deshalb nicht zu, weil keiner von uns weiß, wie wir selbst in solchen Lagen reagieren würden. Wir hoffen zwar, dass wir im Ernstfall den Mut haben, uns gegen die Mehrheit zu stellen. Aber schon bei Kleinigkeiten fällt uns auf, wie schwierig das ist. Verantwortung tragen wir alle. Trotzdem bleibt unsere Verantwortung, für das einzustehen, was wir richtig finden. Vielleicht haben wir zum Beispiel schon erlebt, wie in einem Gespräch plötzlich bestimmte Menschengruppen pauschal beschimpft werden. Das können zugewanderte Menschen sein, Menschen anderen Glaubens oder ganz allgemein Menschen, die sich von der Mehrheit unterscheiden. Vorurteile gibt es leider viele. An so einem Punkt kann es nötig sein, Stellung zu beziehen, das eigene Gefühl und Gewissen ernst nehmen. In diesem Zusammenhang sollten wir das eigene Gefühl oder Gewissen ernst nehmen. Diese innere Instanz kann uns sagen, was richtig oder falsch ist. Das dürfen wir, so der Bibelvers, nicht ignorieren. Wir sollen nicht der Mehrheit folgen, wenn wir merken, dass sie im Unrecht ist. Und vielleicht gelingt es uns ja auch, das Gewissen anderer Menschen zu wecken. In schwierigen Situationen auf Gottes Beistand vertrauen. Wir Menschen müssen Entscheidungen treffen und werden dabei nicht immer das Richtige tun. Wir dürfen aber darauf vertrauen, dass wir von Gott die Stärke und den Mut erhalten, auch in schwierigen Situationen unserem Gewissen und dem Gefühl zu folgen. Gottes Beistand ist uns zugesichert, wenn wir uns im Vertrauen auf ihn gegen die Meinung der Mehrheit stellen und somit, bildlich ausgedrückt, gegen den Strom schwimmen. Amen.
Wir wollen gemeinsam Fürbitte halten. Guter Gott, hilf uns, unsere Waffen abzulegen. Die scharfen Worte, die bösen Blicke, die verletzende Sprache, die giftigen Angriffe, die lähmende Überheblichkeit, den beißenden Spott. Herr, gib deinen Frieden hinein in unsere Sprache, in unseren Blick, in unsere Hände und Füße, in unseren Verstand, in unsere Fantasie, in unser Herz. Wir bitten dich, erhöre uns. Guter Gott, lass uns fühlen, wo Gefühle sterben. Licht sehen, da wo alles dunkel scheint. Lass uns handeln, anstatt tatenlos zu trauern. Tröste auch den, der ohne Tränen weint. Lass uns wach sein, Zeichen klar erkennen, helfen trotz der eigenen großen Not. Lass uns aufstehen gegen Unrecht, Mord und Lüge. Nicht einfach schweigen, wo die Welt bedroht. Wir bitten dich, erhöre uns. Guter Gott, dein Friede ist Liebe zu allen Menschen, ist Gerechtigkeit für alle Menschen, ist die Wahrheit, die befreit und wachsen lässt. Dieser Friede ist es, an den wir glauben, weil du ihn verheißen hast. Schenke uns Frieden und lass ihn uns an andere weitergeben. Wir bitten dich, erhöre uns. Guter Gott, lehre uns, gerecht und fürsorglich miteinander umzugehen und der Korruption widerstehen. Lass uns die richtigen Worte, Gesten und Mittel finden, um den Frieden zu fördern. Lass die Samen der Ukraine-Friedenskonferenz mit Vertretern von fast 100 Staaten auf fruchtbaren Boden fallen und wachsen. In welcher Sprache wird dich auch als Fürst des Friedens bekennen lassen? Unsere Stimmen laut vernehmbar sein gegen Gewalt und gegen Unrecht. Wir bitten dich, erhöre uns. Guter Gott, wir beten für die Menschen in der Ukraine, in Russland, in allen Kriegsgebieten, im gelobten Land, in Nahost und weltweit. Für alle Frauen, Männer und Kinder, die in Angst und Furcht vor Gewalt und Terror leben müssen. Für alle, die verwundet oder getötet werden. Wir bitten dich, erhöre uns. Diese Bitten und die vielen Anliegen, die jetzt unausgesprochen bleiben, kennst du, lebendiger Gott des Friedens und des Trostes. Dankbar legen wir unsere Bitten zusammen in das Gebet, das Jesus uns zu beten lehrt. Und so beten wir nun gemeinsam das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Thank you.
Wir wollen uns nun unter den Segen Gottes stellen. Guter Gott, begleite und stärke uns in unseren Bemühungen um Frieden. Öffne unsere Herzen und Ohren für dein weisendes Wort, damit wir nicht irre gehen und von deinem Weg zum Frieden abkommen. Und so segne und behüte uns, du dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Vielen Dank, dass Sie diese Friedensandacht mit uns zusammen gefeiert haben. Wir wünschen Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Passen Sie gut auf sich und Ihre Lieben auf und bleiben Sie gesund.